Mahlzeit. Ich grüße euch ganz herzlich vom Casabau, so heißt der Strand, an dem ich mich hier gerade befinde. Im Hintergrund ist ordentlich was los. Die Mittagshitze brennt und dieser Strand ist deswegen so berühmt und das werden ja wohl alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, weil hier Dieter Bohlen und Co. Deutschland sucht den Superstar aufnehmen. Ist das nicht absolut geil? Ich habe die Sendung seit der ersten Staffel fairerweise nicht geguckt, aber ihr müsst es doch eigentlich kennen, oder? Deswegen, das ist der Strand. Hier geht's ab und so sieht das hier aus. Es ist tatsächlich nicht so schlecht und hier laufen auch schon ein Private Event, ein Teil des Strandes ist abgesperrt. Es geht auf jeden Fall großartig. Heute wird aufgenommen, nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern Deutschland sucht den Super Podcast. Und der Witz wird auf jeden Fall nicht mehr gut. Aber der Strand sieht schon ganz geil aus, oder? Also muss man wirklich sagen, ist ein bisschen voll jetzt gerade. Und die Mittagszeit, der Lifehack ist ja sowieso, morgens früh im Wecker aufstehen, dann zum Strand, hat man seine Ruhe. Und dann abends und nachmittags zum Ground. So muss es doch sein, ihr wisst ja alle, wie es ist. Der Prof wird auch noch nach Curaçao fahren, so ist das nämlich. Das nimmt in Curaçao. Und dann wird er euch auch davon berichten, wie ihr diese ganzen Strände findet. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf deine Videos. So sieht das hier aus. Ist lecker. Man kann das machen. Aber ich zeige euch nochmal, bin ich sehr im Wind, ich weiß, aber ich zeige euch nochmal das Meer. Das sieht einfach schon geil aus, ne? Oder? Besser als Nordsee, Ostsee und der Bodensee. Macht's gut, ihr Lieben.